Ach Gott, hallo, grüß euch. Ach Gott, so viel Worte. So viel Worte. Wusstet ihr, dass sich eure Problematiken, eure Probleme in dem Licht eures Denkens auflösen? Dass sich das in eurem Kopf auflöst? Dass, wenn ihr das Licht eures Denkens seid, und ihr müsst es sein, ihr habt gar keine andere Wahl, ihr müsst das Licht eures Denkens sein, damit sich eure Probleme in eurem Kopf auflösen. Wenn ihr das unterlasst, das zu werden, denn ihr müsst es werden, als ich gerade gesagt habe, ihr müsst es sein, ist richtig, aber vor allem müsst ihr es werden erst einmal, denn aus dem Bewusstsein kommen wir nun eigentlich nicht, dass wir das so ohne weiteres wissen. Aber wenn wir das begriffen haben, dann müssen wir alles daran setzen, wieder das Licht unseres eigenen Denkens zu sein. Denn in unserem Kopf lösen sich dann die Probleme auf. Und wo sollen die dann bitte von außen herkommen? Alle Probleme dieser Welt, die wir hier haben, entstehen grundsätzlich in den Köpfen der Menschen. Und was müssen die also sein, damit sich das auflöst und damit jedem Gerechtigkeit widerfährt? Da hat jeder die gleichen Chancen, nämlich Licht zu werden, und zwar im eigenen Denken. Das heißt, ich bin das weiße Licht meines Denkens und mein weißes Licht löst meine Problematiken, meine Probleme, alles, was mir so jemals Ärger gemacht hat, in meinem Kopf auf. Und wo mögen sie dann von außen herkommen, wenn sie in meinem Kopf nicht mehr sind? Ich glaube, dass wir das allmählich verstehen. Und das müssen wir auch verstehen, wenn wir unser Leben gut leben wollen. Dann kann ich mal eben hier. Es blinkt wieder mal. Ups. Ach ja, na gut. Naja, gut, aber davon nicht irritieren lassen, das meine ich damit. Was immer passiert, reagiere darauf, wenn es unbedingt sein muss, aber um Himmels Willen, sorgt dafür, dass sie das nicht, dass es sein Bewusstsein nicht mehr weiß, wie verdunkelt. In einem verdunkelten Bewusstsein tauchen Probleme auf. Und jetzt ist die Frage, je nachdem, wie weit du dich wo rein einrotiert hast. Wenn jemand 20 Jahre lang, Tag ein, Tag aus, das Gleiche tut und das Gleiche denkt, hat er sich in genau das einrotiert. Das heißt also, er ist da praktisch in einem Kreisverkehr. Und dieser Kreisverkehr hat dann nicht bloß drei Spuren, wo man verhältnismäßig leicht rauskommt, sondern dieser Kreisverkehr ist vielfältig, millionenfach. Du kannst also ganz nah am Zentrum sein oder aber sehr weit an der Außenstelle. Das kommt drauf an. Nun, die Zentren sind verschieden. Das kann also sehr, sehr gut sein. Da kann man sich dann sehr, sehr gut, so kann man sich gut wohlfühlen. Das ist prima. Das ist alles da, ist alles dufte. Es gibt aber auch Zentren, die problematisch sind, nämlich dann, wenn sie sehr verdunkelt sind. Und hier taucht das nächste Problem auf. In dem Augenblick, wo ich mich dem Übel näher, um es mal so auszudrücken, wo ich mich dem Übel näher, muss ich ein verdunkeltes Bewusstsein haben. Sonst könnte ich da nicht rankommen. Niemand geht durch die Tür des Übels und hat nicht selber gleichzeitig ein verdunkeltes Bewusstsein. Und wenn er noch so heilig gewesen war am Start, wenn er sagte, oh ja, da will ich unbedingt hin, ich will ihnen ja allen helfen. Und dann nähert er sich denen, denen er allen helfen will, aber gleichzeitig wird das eigene Bewusstsein trübe. Und wenn er dann bei den Armen, die er noch eigentlich helfen wollte, ist, hat er ein genauso trübseliges Bewusstsein wie denen, die er helfen wollte. Das ist ja das Verknorkste daran. In dem Augenblick, wo wir anfangen, uns dem Übel zu nähern, müssen wir wissen, dass wir dann entsprechend unser Bewusstsein eintrüben. Und wir bräuchten eine Menge Rupse, wir bräuchten eine Menge Mut, um dann unser Bewusstsein trotz und alledem hell zu halten. Und kein Satz ist da besser, als zu sagen, ich bin das weiße Licht meines Denkens. Und wenn ich es vorher nicht war, jetzt will ich es sein. Und es gibt nur einen Menschen, den du davon wirklich überzeugen musst. Und auch nur einen Menschen, den du davon wirklich überzeugen darfst. Nämlich dich selbst. Du kannst dich auf der Straße da irgendwelche Leute beim Kragenknopf nehmen und es denen dann erzählen, was die mal bitte zu tun haben. Die Fäuste der Menschen würden dir das danken. Und das kann ich gut verstehen. Wenn nämlich jemand wirklich in einer echt blöden Situation sitzt, hat das wenig Sinn, dem zu sagen, dass er sich eigentlich selber wieder aus der Patsche befreien muss, indem er sein eigenes Bewusstsein erhält. Und als Licht erhält und nicht als verdunkeltes Bewusstsein. Das heißt also, du brauchst das Licht deines Denkens zurück. Und du musst es auch wissen, dass du das dringend brauchst.
Es ist jetzt etwas irritierend, weil ich hier auf einmal wieder so fast wie so, also fast wie jemand, der in irgendeiner Weise aus Religionsgründen sich da so verkleidet, aber das tue ich nicht. Ich habe dann ganz einfach einen kalten Kopf gehabt. Okay, aber das ist etwas, was ihr wissen müsst. Das Licht eures Denkens kann euch von allen dunklen Seiten des Lebens befreien und das Licht eures Denkens kann sämtliche Problematiken in eurem Kopf auflösen. Ihr müsst nur wissen, dass es manchmal schwer ist, herauszukommen, weil ihr euch da sehr, sehr tief einrotiert habt. Was glaubt ihr denn, was ein Politiker mitmacht, wenn er 40 Jahre lang da irgendwelche Probleme gewälzt hat und sich dabei eigentlich ganz gut gefühlt hat, weil er dachte, naja, okay, mich betrifft das ja alles nicht, aber Gott, ich regel das dann schon für die anderen Armen. Und auf einmal stellt er fest, dass er genau in derselben Patsche sitzt, wie die, für die er eigentlich Politik gemacht hat. Und dass die Politik, in der er dann sitzt, genau die ist, die er damals vertreten hat. Das kann echt übel werden. Nähert man sich dem Tür des Übels, ist das Bewusstsein dunkel. Da kannst du machen, was du willst. Es sei denn, du fängst an, sofort gegenzusteuern. Ein trüber Gedanke sozusagen als Gegenrechnung mal. Ein trüber Gedanke müsste sofort von zwei oder drei Gedanken begleitet werden, die sofort bestätigen, ich bin weißes Licht und das löst sich sowieso auf. Das kannst du bei allem machen, beim Geschirrspülen, beim Auto reparieren. Das kannst du machen, wenn du, was weiß ich was, deinen Keller aufräumst oder was weiß ich was, irgendwelche Karteileichen da in deinem Büro da ordnest oder am Kopierer stehst oder was auch immer. Es spielt keine Rolle. Meinetwegen auch eine Vorstellungssitzung leitest, das ist wurscht. Je nachdem, was du gerade tust, du musst immer gegensteuern. Das weiße Licht meines Denkens löst die Probleme in meinem Kopf auf. Oder hat die Probleme in meinem Kopf aufgelöst. Das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. In dem Augenblick, wo du dich ja so einrotierst, wirst du befreit. Und zwar durch das, was du denkst. Machst du jetzt den Fehler, den viele Menschen machten, indem sie sagen, ja, aber wir müssen uns doch das Elend mal ganz genau angucken, wir müssen doch da mal genau hinschauen. Ja, was hast du denn gedacht, was da passiert? Du sitzt da, wenig später in derselben Patsche drin. Das haben sie alle nicht kapiert. Viele sind da also ganz beseligt als Entwicklungshelfer irgendwo hingefahren, wollten das ganz, ganz groß den armen Menschen helfen. Mittlerweile haben sie ein völlig durchbrochenes Leben, weil das zahlt sich einfach in dem Sinne nicht aus, wenn ich dem Menschen nicht helfen kann, dergestalt, dass ich ihnen sagen kann, du bist das Licht deines Denkens und deine Probleme lösen sich in genau diesem Licht auf. Du darfst und du musst dir nur alles verkneifen, was anderen Menschen, Männlein oder Weiblein, Kind oder Greis, Probleme machen würde. Ich hatte das schon sehr oft gesagt. Es ist mir ziemlich egal, ob jemand ein kleines Kind schlägt oder einen 20-Jährigen schlägt, einen gesunden Menschen also schlägt oder einen kranken Menschen schlägt oder einen Greis schlägt. Das wäre mir eigentlich völlig egal, denn die Schmerzen an Geist und Körper wären die gleichen. Auch dann, wenn ein Tier quält oder ähnliches, das macht keinen Unterschied. Die Frage ist doch nur, warum jemand eine Gesinnung hat, so etwas zu tun und ob einem Menschen das wirklich Freude macht, so etwas zu tun und wenn ja, ob derjenige dahinter kommt, dass er sein eigenes Bewusstsein reinigen muss, damit das künftig unterbleibt. Aus diesem Grund sollten wir uns tunlichst etwas zurücknehmen, wenn es darum geht, andere zu verurteilen. Es geht oder über andere zu richten oder andere zum Maßstab zu nehmen oder auch nur darüber zu diskutieren, wer da wohl recht hat und wer nicht. Es geht darum, dass dein eigenes Denken so licht werden muss, dass es tatsächlich deine Probleme da in deinem Kopf auflösen kann. Es gibt zwei Dinge, die ich dazu noch sagen möchte. Das erste ist, dass das, was ich gerade sagte, bereits Bestätigung gefunden hatte, 5000 Jahre bevor ich hier überhaupt geboren worden bin. Es steht in den Sprüchen Salomos, das ist kein Witz. Da steht irgendwas davon, das ist, also im 10, Kapitel, also Salomon 10 ist das wohl. Und dann der Satz 32 ist interessant. Der Gerechte spricht nur die Worte, die des Herrn gefällig sind oder so, sinngemäß steht das. Ein paar Sätze weiter drüber steht, was der Frevler fürchtet, das Unheil trifft ihn. Was der Gerechte ersehnt, das wird sich erfüllen. Wenn man diese beiden Sätze mal nebeneinander stellt, was heißt denn das konkret? In dem Augenblick, wo ich andauernd über etwas nachdenke, was ich auch wirklich haben möchte, wird sich das logischerweise erfüllen.
Aber in dem Augenblick, wo ich nur andauernd über etwas nachdenke, was mir unmöglich gefallen kann, ob es einem anderen droht oder mir, einem anderen droht oder mir, in dem Augenblick wird ein Mechanismus frei, nämlich dass das denjenigen sofort erreichen kann. Das müsst ihr wissen, Herr Gott. Es geht nicht darum, dass wir hier alle anfangen, auf Römer durch die Gegend zu rennen, aber es geht darum, dass du verstehst, dass das Licht deines Denkens deine Probleme in deinem Kopf auflösen muss, damit es dich woanders nicht erreicht. Das ist für dich sehr wichtig. Und ich hatte gerade gesagt, ich möchte noch etwas anderes sagen und ich hätte mir einen Zettel machen sollen. So, da mache ich mir manchmal Zettel. Aber es wird mir gleich wieder einfallen. Während ich noch drüber nachdenke, erzähle ich noch schnell was zum Einrotieren. Du musst verstehen, dass wenn ein Mensch von irgendwas einkassiert wird, was fortan sein Denken in eine gänzlich andere Richtung lenkt, dann wird das eine Weile dauern, bis es ihn eingefangen hat. Aber dann dauert es auch noch genauso lange, bis er da wieder rauskommt. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Ich dachte gestern an einen Fixer. Wisst ihr, wenn jemand, ich hab daran wirklich keine Erfahrung, das könnt ihr zumindest schon glauben. Also ich bin kein trockengelegter Alkoholiker oder wie sowas. Aber ich habe einiges über Drogensucht gelesen, was mich natürlich sofort zum Experten für alles andere macht. Mit anderen Worten, vergiss es. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Und das könnte ich auf diese Echtheit könnte ich schwören. Ein Fixer, wenn er anfängt zu fixen, erlebt er ja ziemliche Glücksgefühle. Und was für welche. Die sind richtig happy, er ist richtig excited und überall glücklich und alles ist prima. Nun fixt er weiter, um dieses Glücksgefühl zu erhalten. Aber die Glücksgefühle werden nach jedem Schuss doch irgendwie weniger. Und auf einmal fixt er nur noch, um den Entzugserscheinungen zu entgehen. Nun habe ich einmal eine Fernsehsendung gesehen, relativ am Rande, aber ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Da drückt sie, also sie setzt sich einen Schuss und sie ist eine ziemlich, also sie ist schon ziemlich lange dabei und jetzt murmelt sie nur noch, jetzt als sie den Schuss gerade gesetzt hat, jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Sie macht sich in dem Augenblick keine Gedanken darüber, dass sie in 3 oder 4 Stunden spätestens wieder los muss, um sich dann den nächsten Schuss dazu besorgen. Aber was ist denn das, was es so gut macht? Auf einmal hat sie in dieser Zeit eine gewisse, sie erlebt etwas, irgendwas ist da gut. Und ich hatte vorgestern, oder war es gestern, ich hatte so eine Art Erweckung, wenn man das so nennen kann. Denn auf einmal stellte ich fest, dass ich da nur lag und auf einmal murmelte ich das auch. Jetzt ist es wirklich gut und ich begann zu begreifen, dass meine Gedanken, also Glücksgefühle, Glückshormone mag sein, aber auf jeden Fall Glücksgefühle in uns schier unendlicher Zahl freisetzt. Und auf einmal lag ich nur noch da und dachte, ach, es ist einfach nur schön. Jetzt ist es gut, es ist wunderschön. Was hat das mit dem Fixen zu tun? Oder gesagt, mir ist aufgefallen, dass am Anfang erlebt der Fixer Glücksgefühle und später macht er das nur noch, um den Entzugserscheinungen zu entgehen. Aber dann hat er auf einmal hin und wieder noch ganz kurz das Gefühl, jetzt ist es gut. Aber dann, nach einer halben Stunde, ist es dann schon wieder vorbei. Jetzt aber trainieren wir die Gedanken so zu steuern, dass die Glücksgefühle in einem freisetzen. Und nicht bloß alle paar Stunden mal, sondern irgendwann fängt man an zu erfahren, zu erkennen, dass das eigene Denken Glücksgefühle freisetzt. Und zwar, dass man einfach, dass man nur noch ein Leben des reinen Glücks führt. Das kann nach einem harten, abgeplagten und wirklich arbeitsreichen Leben eine echte Wonne sein. Und das ist es auch. Wenn man das ja lange macht, dann sehnt man sich danach zurück, dass man mal wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt. Also andauernd nur Sahnekuchen, also das ist auch nichts. Aber zumindest ein bisschen. Aber auf einmal merken wir, was das für eine unendliche Kraft freisetzt, wenn unsere Gedanken uns mit Glücksgefühlen versorgen können. Das ist der ganze Witz dabei und ganz ohne äußeren Stoff. Ich meine, ich hänge an keiner Nadel und ich bin von nichts abhängig, aber okay, vom Atmen und das Essen muss ich auch hin und wieder. Aber
Sie tun, also das war's. Mehr ist da eigentlich nicht. Und meine Gedanken setzen also so viel Glückshormone frei, Glücksgefühle frei, dass mein Leben das alles eindeutig überstrahlt. Und die Dunkelheit hat da keine Chance mehr. Es gibt keine Probleme mehr. Denn die lösen sich ja in meinem Bewusstsein auf. Aber wenn die Probleme in dem Bewusstsein aufgelöst sind, wo sollen sie denn dann herkommen? Oh, es gibt so ein paar Leute, die wollen einen unbedingt, auch so unbedingt noch schnell das beipulen. Ne? Ja, du musst ja hier und du musst ja da und du hast dies und du hast das noch. Die Frage ist nur, warum macht es Menschen Spaß, den Menschen, anderen Menschen das zu verderben? Weil sie es selber nicht wissen. Ich habe mitbekommen, über das Internet, dass es so viele Diskussionen jetzt gibt, auch über Trump oder so etwas. Es ist fällig, und es gibt ja auch so ein paar, die sich so richtig aufschwingen, für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Es gibt so einen Schauspieler, der es gerne tut, der gefällt sich gerne in solchen Rollen, der liebt es. Das Problem ist nun aber, dass ich nicht für die Gerechtigkeit kämpfen kann, ohne gleichzeitig mich in einen Strudel von Unannehmlichkeiten zu begeben. Wenn nicht noch schlimmer. Das weiß er jetzt noch nicht. Aber er wird es bald wissen. Denn das ist dergleichen ist unvermeidlich. Wenn deine Gedanken dich nicht reinigen können, wenn deine Gedanken dich nicht freisetzen können, wenn du im Klartext dich nicht frei denken kannst, dann hast du verloren. Das war's. Deine Gedanken, du musst dir mindestens den Löwenanteil deiner Zeit freischaufeln, um daran zu denken, dass dein Licht, dass deine Gedanken, das Licht deines, dass du das Licht bist, das Licht deines Seins, dein Bewusstsein reinigt und auch wieder erhellen wird und kann und es auch immer tut. Und es demzufolge auch erhellt. Im Sinne von erhalten und im Sinne von immer heller leuchten lässt. Das ist für dein Leben unendlich wichtig. Für dein Leben ja. Bei den anderen hast du nichts zu suchen, aber für dich ist das wichtig. Ich kann nur hoffen, dass das so viele Menschen wie möglich verstehen. Weil dann das Leben für sehr viele Menschen leichter wird. Seht ihr, solange wir noch Menschen am Start haben, die, sagen wir mal, sich so darin gefallen, Menschen aus Katastrophen rauszuretten, haben wir ein Problem. Weil um Menschen aus Katastrophen rauszuretten, brauche ich Menschen, die in die Katastrophen reingefallen sind. Ich meine, wenn ich mich selber gerne als Menschen sehe, der die Armen speist, das ist ja sehr beliebt, also das muss alles zu sagen, da steht im Bewusstsein der Menschen ganz vorne. Also wenn man auch so was, so, ja, so eine Art Engel, der dann allen das Brot verteilt oder sowas, den Armen, dass sie arm sind, ist wichtig, dass sie die Armen, dass an die Armen das Brot verteilen. Oh ja, das möchten sie gerne sein. Ach, das ist ja auch schön, ne? Ach, man macht so eine gute Figur dabei. Ganz egal, wie man aussieht. Man braucht immer eine gute Figur, wenn man eine helfende Hand für Arme hat und wenn man den Armen das Brot gibt. Ja, damit sieht jeder gut aus. Wir haben da ein Problem. Wenn ich so gerne davon träume, den Armen das Brot zu geben, das Brot an die Armen zu verteilen, dann brauche ich aber dafür die Armen. Und wer bitte soll das sein? Wen habe ich das denn so zugedacht? Wer darf denn da diese Sekunde mal? Wenn ich so gerne sein möchte, oh ja, ich bin diejenige, ich bin so rettender Engel, ich bin diejenige, die hier das Brot verteilt an die Armen und Hungrigen. Wer übernimmt dann bitte den Part der Hungrigen und der Armen? Der Bedürftigen? Wer ist das? Seht ihr, das ist ein kleines, ja, da ist das Problem. Wenn ich so gerne kranke Menschen heilen möchte, der bräuchte Kranken. Oh, ja, oh. Und genau das ist das, was ich nicht vorfinden möchte. Ich sehe mich nicht als ein Schweizer irgendwo. Sondern ich sehe mich eher als jemand, der so ein helles Licht hat, dass in seinem Umfeld keine Dunkelheit mehr möglich ist. Das ist mir sicherlich nicht immer gut gelungen, also bis jetzt nicht, nein. Aber ich arbeite daran. Und warum soll ich mich denn von etwas entmutigen lassen, was
Nur weil es die vergangenen Jahre mal nicht geklappt hat, weil ich es ja auch überhaupt noch nicht wusste. Also das immer gedacht, muss dann doch gesagt werden. Und genau das ist das Ding. Ich muss immer an diese eine Szene denken, an dieser Fernsehsendung. Ich weiß auch nicht, aber als sie sich dann in Schutz gesetzt hat und wollte ihr Freund eigentlich andauernd sie davon abbringen und den Mensch ja auf und was ist denn nachher und da musste er wieder und so weiter und so fort. Und sie hörte gar nicht richtig zu. Ich weiß, dass er einen Fix hat, wenn er sich gerade einen Schuss setzt, dass er dann eine Viertelstunde Ruhe braucht. Das habe ich bei Wir Kinder vom Bahnhof zugelesen. Und ich kann mir vorstellen, warum. Also die ganzen Energieströme müssen sich ja so halbwegs wieder einfangen wieder. Gerade eben hatte er Panik, was weiß ich, vielleicht war sogar auf Turkey oder das ist eine ganz furchtbare Sache. Und dann spielen natürlich die Energieströme verrückt. Und jetzt kommt ein Stoff, der das Ganze wieder beruhigt und das muss sich dann erstmal wieder langsam einpendeln. Und in so einer Zeit herrscht dann wahrscheinlich für denjenigen, der das gerade macht, eine Art selige Stille. Und sie ist trügerisch, diese Stille, weil sie nach einer halben Stunde wieder sofort anfängt, wieder herumzubölken. Aber in dieser Viertelstunde sagt sie nur noch, jetzt ist es gut. Und diese Zeiten bekomme ich mittlerweile immer mehr. Und im Gegensatz zu einem Junkie, der sich immer wieder Schuss setzt und die Glücksgefühle werden weniger und anschließend da bleiben sie ganz, dann ist es nur noch die Zeit, wo er drückt und wo das dann halbwegs okay ist, wenn wir unsere Gedanken uns reinigen, wir immer mehr Glücksgefühle freisetzen in uns. Ich möchte dich bitten, darauf jetzt nicht zu warten, bis das passiert, denn es passiert sowieso. Denn keiner, der hier meine Beiträge sieht und hört, ist nicht eifrig dabei, das eigene Licht zu erhellen. Wir haben nur den eigenen schlagenden Punkt noch nicht gefunden. Wir haben lange nicht gefunden gehabt, dass wir gesagt haben, mein Gott, mein Licht löst ja in meinem Kopf die Probleme auf. Das dauert eine Weile, bis wir das können. Darum erzähle ich ja rund um die Uhr beinahe, dass wir eine Schwingungserhöhung dringend brauchen. Und dass wir diejenigen sind, die bestimmen, ob unsere Schwingungen höher werden oder nicht. Und ich würde nicht ausgerechnet so lange warten, bis ich mitten in Auschwitz sitze. Du kannst mir glauben, dass es unter diesen Umständen verdammt schwer ist, da die eigene Schwingung zu erhöhen. Das meine ich nicht zynisch, ich meine es als Fakt. Wo wir gerade bei Fakt sind. Denn faktisch ist so ziemlich alles richtig, was man sagt. Also das ist ja für dich richtig. Also, und du bist der einzige Richter in deinem Leben. Vergiss das bitte nie. Du bist ein Richter, du bist ein Henker, du bist ein Gott, du bist ein Teufel und so weiter. Und noch ein Wort zum Teufel. Ich muss ihm ganz gut zuhören. Okay. Noch ein Wort zum Teufel. Das ist wichtig. Ich muss wieder auf Faust zurück. Tut mir leid. Ich muss wieder auf Faust zurückkommen. In der Studierstube. Der Pudel ist jetzt wirklich in der Studierstube. Und jetzt entpuppt er sich als der Mephisto. Und entpuppt sich für Mephisto. Als was kommt er? Was ist des Pudels Kern? Ein fahrender Scholast. Das waren fahrende Schüler früher. Also vor 300 Jahren üblich, dass auch Schüler durch die Gegend, so ähnlich wie auf der Walz oder so, dann durch die Gegend fuhren und dann mal da Unterricht nahmen. Ein fahrender Scholast. Begreifen wir, was damit wirklich gemeint ist? Der Teufel ist stets ein Schüler, denn ein Teufel ist stets klein. Mit einem Teufel, du redest stets mit einem Kind. Irgendwie als Kind, also zumindest ein sehr kindliches Bewusstsein. Es heißt, wenn jemand sehr tief gefallen ist, dann muss er wieder zurück und dann muss er lernen. Und in dieser Zeit kann er eine ganze Menge Mist anrichten. Das können wir dann beurteilen, das können wir kritisieren, das können wir niederbölken, wir können es auch bekriegen, wenn wir es unbedingt wollen. Aber das Ergebnis ist dasselbe. Wir vergrößern den Unmut. Wir vergrößern die Katastrophen. Wir vergrößern das Desaster. Ich sagte ja, du kannst dich dem Übel nicht nähern, ohne selber ein dunkles Bewusstsein zu bekommen. Nun geht es nicht darum, ob du dich dem physisch näherst, aber wenn du dem Denken gleich bist, dann kannst du es ja in einer Hand abzählen, wann es dich auch erreicht. Das ist der Punkt, wenn du auf etwas eingestimmt bist, dann kommt das ja auch. Das müssen wir verstehen. Sogar sehr gut müssen wir das verstehen. Und das ist frei von jeder Etikette. Es geht einfach darum, dass du begreifen musst,
Du bist Licht, du bist das Licht deines Denkens. Vergiss das nie. Das darfst du nicht vergessen. Auf gar keinen Fall. Auch wenn was schief geht, wenn was kaputt geht oder was auch immer. Ich sagte doch gestern, es ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze. Was auch immer passiert, es kann dich ärgern. Gleichzeitig aber auch nicht. Für welches Bewusstsein? Das ist eine Frage des Bewusstseins. Für was für ein Bewusstsein entscheidest du dich? Dein Bewusstsein wird darüber entscheiden, welche Gedanken du hast, aber auch, ob sie in dir tatsächlich die freien, ich sagte, Glücksgefühle, ob das so Happiness und Freiheit und Schönheit und Glück und was weiß ich was freisetzt, oder aber, ob es das Gegenteil verbringt. Du bist derjenige, der darüber zu befinden hat. Die Frage ist, wie viel Energieanteile hast du von was? In dem Augenblick, wo du deine Karten so gespielt hast, dass du dir eine Menge Energieanteile eingeheimst hast, von Zweiflung, Kummer, Irritation, meinetwegen auch großes Gefasel, Diskussion, also auf einer großen Bühne zu diskutieren oder irgendwie so etwas, solche Energieanteile sind problematisch, denn die müsstest du jetzt alle wieder beruhigen. Vergisst du nun aber, dass du das weiße Licht deines Denkens sein könntest, denn das ist eine Frage des Willens, der Wahl, ja, dann bleibst du in den alten Pfaden stocken. Du hast aber auch die Möglichkeit, diesen ganzen Kreislauf zu durchbrechen. Es ist ja nicht weiter schwer, sich daran halten zu wollen, immer zu denken, ich bin das weiße Licht meines Denkens. Also ich werde hier nicht anfangen, die Bibel vorzulesen, aber eines ist sicher, wenn das jetzt erkennbar keine weiteren Erfolge hat, dann tue ich auch noch das. Ich werde dir sagen, in dem Buch der Sprüche taucht das auf. Guck es dir gut an und denke dann immer daran, dass der Herr, von dem da die Rede ist, dass du das bist. Es war nie anders. Du bist der Herr deines Denkens, du bist der Herr deiner Gefühle, du bist der Herr, Gefühle ist gut, du bist der Herr deines Bewusstseins. Denn für das Bewusstsein kannst du dich entscheiden, für deine Gedanken auch. Mit den Gefühlen ist es so eine Sache, denn deine Gedanken bringen ja die Gefühle mit sich. Es ist unmöglich, andauernd an etwas Gehässiges zu denken und dabei ein tolles Gefühl zu haben. Früher oder später hast du vielleicht dann Lust daran, dich an irgendwelchen Gewaltakten zu berauschen. Aber dann frag dich mal, was aus dir dann geworden wäre, wenn das denn so wäre. Was wird denn dann aus dir? Also es ist das Schwierige daran, sich, sagen wir mal, von einem Bewusstsein zu einem anderen zu katapultieren. Aber dazu brauchst du eben deine Energieanteile. Dazu brauchst du ja deine Gedanken. Jeder hat 100% Energieanteile in sich. Und die kannst du deponieren. Wie ein Aktionär seine Aktien mal da deponiert in der Hoffnung, dass sie nicht fallen. Und genau das ist ja das Ding. Du kannst auch in dem Moment, wo du gerade mal etwas blöd dran bist, deine Gedanken woanders hinlenken. Mit dem Ziel, dass sie bitte dass sie dich wieder freisetzen. Und glaub mir, ein Denken, was davon gespeist wird, dass der Denker sozusagen, Denkerin müsste man sagen, denn ein Denker ist nicht möglich, denn etwas Männliches wäre etwas Festhaltendes. Aber ein Licht, das davon gespeist wird, dass die Denkerin in diesem Fall also immer das Licht erhellen wird in dem eigenen Bewusstsein. Ja, damit lässt sich aber was anfangen. Aber sehr viel. Ich hoffe, es wird begriffen. Ich hoffe, es wird verstanden. Es ist, ich meine, ich gebe mir wirklich große Mühe, dass das begriffen wird. Aber ich gebe ganz offen zu, ich habe bei eurem Interesse, auch bei eurer ja schon fast Lust und auch von eurem, soll man das sagen, eurer Leidenschaft, Probleme zu wälzen, problematische Filme zu sehen, andauernd sich im Unglück anderer Menschen schon fast zu suhlen, das sind ja bei einigen Sendungen ja schon fast abartige Züge an, wenn die dann immer dabei sind, sich im Elend anderer Menschen ja geradezu zu suhlen. Das ist ja wirklich furchtbar. Manchmal scheint es wirklich, als würde ihr euch da von irgendwelchen wirklich abscheulichen Sachen euch ernähren wie eine Piranha in der Wurstfabrik. Das ist ja schon fast komisch. Das an sich wäre es gar nicht mal, wenn du dabei wärst, zu sagen, so, und ich bin das weiße Licht meines Denkens
und mein Licht löst in meinem Bewusstsein, in meinem Denken, in meinem Kopf alle Probleme auf. Mein weißes Licht, ich bin das weiße Licht meines Denkens. Und mein weißes Licht löst die Probleme in meinem Kopf auf. So, Schluss, fertig, aus. Das alleine reicht ja schon. Man muss nur man muss nur einige Unannehmlichkeiten zunächst einmal in Kauf nehmen, weil das geht nicht so ohne weiteres von einem weg. Also das geht nicht, also dem geht ein kleiner Gedankenprozess voraus. Und ehrlich gesagt, es ist für uns scheint es ein langer Weg zu sein, aber wenn man ehrlich ist, ist das gar nicht so, wer weiß wie lange. Energieströme sind unendlich. Unendlich. Die hören nie auf. Und deiner schon gar nicht. Und ob du nun weißt, dass du ein Ego hast, ob du es nicht weißt oder ob du das pflegst oder auch nicht, dein Ego wird es dir danken. Denn wenn du sagst, mein Ego ist zunächst einmal strahlend, weißes Licht, dann kannst du mit deinem Ego machen, was du willst, und dann passiert ja nichts. In dem Augenblick, wo du dabei bist, dein Ego zu verfluchen, immer zu sagen, nein, das ist alles furchtbar, ich will kein Ego, nein, nein, nein. In dem Augenblick richtet dein Ego eine ganze Mist in deinem Leben an. Was meinst du denn? Da passiert einiges. Aber wenn du sagst, mein Ego ist weißes Licht, alles gut, ich will weißes Licht sein, was ich will, das zählt in meinem Leben. Also, ich bin wieder weißes Licht, das weiße Licht meines Denkens. Ja, in dem Augenblick merkst du auch, wie unglaublich flüchtig unser Leben ist. Es ist ein winzig kleiner Spalt, also kaum wahrzunehmen, ganz egal, wie schrecklich das gewesen sein mag, aber ganz egal, es ist ein winzig kleiner Spalt in einer langen, langen, langen Energiestrom, der wirklich niemals aufhört. Der dann mal dahin geht. Das ist wie eine Achterbahn, das ist oder eine unendliche Achterbahn. Größenverhältnis kann man ja unmöglich sagen, aber wenn man das in unserem Bewusstsein mal erklären möchte, dann wäre das wahrscheinlich eine Achterbahn, die sich über die ganze Erde spannt und da kann man also alles Mögliche machen. Hauptsache ist dein Bewusstsein, es bleibt schön hell. Und deine Gedanken erhellen ja dein Bewusstsein. Also, da ist nichts mehr mit Panik und ähnliches. Wir haben nur das Talent gehabt, früher eine Menge Unheil anzurichten. Werden wir das denn jetzt abstreiten? Aber es gibt Menschen, die weigern sich zu vergessen. Die wollen das auch gar nicht und sagen immer, sie kämpfen gegen das Vergessen an. Es ist ja so wichtig, dass man sich daran erinnert. Das weiß ich ja nicht so recht. Ein Michel Friedmann wäre zum Beispiel gar nicht glücklich darüber, wenn ich ihn daran erinnern würde, weil man ja nicht vergessen darf, dass er durchaus eine ganze Menge Kohle dafür gelassen hat, dafür, dass er über drei blutjunge Mädchen, die noch nicht einmal volljährig waren, herfallen durfte. Naja, er ist ja so gegen das Vergessen, also bringe ich euch das in Erinnerung. Weil er sich so gerade mal so in Diskussionsrunden, so als besonders, also als großer Diskutant hervortrug, da dachte ich mir, das sollte man vielleicht mal gelegentlich erwähnen. Für den Fall, dass er es vergessen hat. Wir sind ja alle so gegen das Vergessen. Jedenfalls sagte er das. Na gut. Also erinnere ich ihn halt dran. Nicht, dass es mich sonderlich interessiert, aber es ist schon. Ich verstehe bitte, was das für ein Pferdefuß hat. Es geht erstmal darum, dass du in einem verdunkelten Bewusstsein alles Mögliche falsch machst. Und du richtest allen möglichen Schaden an. Wenn dein Denken verdunkelt ist, ja mein Gott, auch mal, was glaubst du denn, was unsere Despoten dieser Welt dafür für ein Bewusstsein hatten, um solche Tyrannen werden zu können? Dazu brauchst du, um ein Tyrann zu werden, sei es für ein Land oder sei es auch nur in der Familie, das spielt gar keine Rolle, brauchst du ein verdunkeltes Bewusstsein. Sonst gelingt dir das nicht. Aber deine Gedanken können dein Bewusstsein auch genauso gut wieder hell kriegen. Also das geht auch. Du müsstest so ein bisschen dir verkneifen, alle anderen für blöd zu erklären und alle anderen ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll, aber ihr seid immer so abwertend. Das klappt irgendwie nicht. Ich kann nicht anfangen, über Religionen zu lästern. Das funktioniert nicht. Aber Religionen, also die Mitglieder einer Religion haben stets die Tendenz, die Mitglieder anderer Religionen abzuwerten. Das ist manchmal ziemlich traurig, dass man oft Bestätigung daran erfährt, aber ehrlich gesagt liegt es daran, dass die Menschen generell, und dann spielt es auch keine Rolle, welche Religion sie angehören, ein abwertendes Bewusstsein haben. Aber wie? Und dann haben wir oft das Gefühl, oder besser gesagt, dann haben wir oft erkannt, dass wir in einigen Fällen etwas tun müssen, was wir eigentlich gar nicht wollen.
Die WM in Katar ist zum Beispiel. Wir haben das unglaubliche Pech gehabt, dass wir vor 30 oder vor 20 Jahren angefangen haben, mit Russland eine sogenannte Partnerschaft einzugehen, was im Klartext hieß, wir sind von Russlands Gas dermaßen abhängig, dass wir jetzt echt Muffensausen kriegen. Katar hat ja so einiges im Gepäck. Aber Katar ist ein Land, was wir nicht besonders toll finden. Blöd. Ich will damit sagen, manchmal müssen wir uns jetzt mit Dingen arrangieren, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und unser Licht oder unser Denken ist verdunkelt genug, damit wir es auch nicht können. Ich sagte doch, das Licht unseres Denkens befreit von unseren Problemen. Und das gilt für alles. Für jeden Menschen. Wenn er nur aufhören wollte, pausenlos an das Unrecht zu denken, was man ihm was er sich für 4 Jahren zugefügt hat, oder auch wenn es erst 3 Tage her ist. Es ist ein bisschen kompliziert, jemand das zu erklären, der das offensichtlich gar nicht hören will. Aber wenn jemand etwas Furchtbares erlebt hat, dann haben seine Gedanken ihm selbst die Tür aufgemacht. Da können wir doch, darüber können wir doch gar nicht mehr diskutieren. Das müsste doch mittlerweile jedem klar sein. Es wird darauf ankommen, ob dein Licht ausreicht, um deine Probleme in deinem Kopf aufzulösen. Darum geht das. Und ich gebe mir alle Mühe, das zu erklären. Das muss man ja, das muss man zugestehen. Ob ich nun etwas krank bin, ob ich Schmerzen habe oder ob jetzt ein bisschen Kopfweh tut oder einfach nur, was auch immer. Ich versuche das mit allen Mitteln. Das irgendwie irgendwie rauszupauken. Wohl deswegen, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch hier bin. Oder wäre das doch eigentlich hübsch, wenn ich gerade mal da wäre, wo alle anderen das Prinzip auch schon begriffen hätten. Und dann hätten wir es ja. Dann würde ja keiner mehr dem anderen Probleme machen. Dann wären wir 98% unserer Probleme los. Und du selbst wärst 100% deiner Probleme los. Ich denke, das ist das Risiko wert, das einzugehen. Und bitte habe Geduld mit dir. Bitte habe Geduld mit dir. Das kann manchmal in deinem eigenen Körper ziemlich zur Sache gehen. Es tut manchmal weh. Und es tut manchmal höllisch weh. Ich habe wohl auch am Anfang, als ich hier anfing zu posten, zu streamen, da habe ich wohl auch deshalb gezögert, weil ich genau wusste, was das in einigen auch anrichten kann. Andererseits habe ich dann auch gehört, niemand bekommt mehr aufgebürdet, als er sich selbst mal irgendwann aufgebürdet hat. Und niemand mutet sich bei der Abtragung dessen mehr zu, als er ertragen kann. Es kann manchmal hart werden, aber du kommst durch. Und ich möchte dazu sagen, ich habe vor 7 Jahren jetzt angefangen, hierzu meine Videos abzusetzen. Das ist jetzt 7 Jahre her. Und am Anfang habe ich nur von Schwingungen gesprochen. Erhöht eure Schwingungen, erhöht eure Schwingungen, erhöht eure Schwingungen. Unbedingt müsst ihr das. Habe ich damals gesagt und das sage ich immer noch. Und jetzt, 7 Jahre später, erfahre ich, erkenne ich, dass meine Gedanken mich mit einer unendlichen Kaskade von Glück und Freude versorgen. Dass es darum geht, diese Leitung wiederherzustellen. Und dass es mir noch nicht so ganz gelungen ist, es kommt dahin, aber die Pipeline muss erst stehen. Also. Und ich werde auch nicht zulassen, dass man mir das zerstören würde. Das würde nicht mehr passieren. Aber ich fand, dass diese Wirkungsweise, dieser Wirkungsmechanismus, dass der so wichtig ist, dass man das Menschen erklären sollte. Ich habe mir einen kleinen Augenblick Geduld. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch etwas anfügen. Mal schauen. Ich bin mit der Technik hier nicht so vertraut und glaube auch, dass ich das jetzt gerade mal nicht wieder löschen werde. Also diese kleine Unterbrechung, aber ach je.
Ach du Scheiße, sie kommt in einer halben Stunde. Das kann ja was werden. So. Ja, habt etwas Geduld mit mir. Ich wollte noch etwas anfügen, was unendlich wichtig ist. Und da fand ich irgendwie, es ist eine gute Idee, euch das weiter zu erklären. Immerhin wisst ihr jetzt auch, dass ich eine absolute Autodidaktin bin. Also ich bin eine absolute Autodidaktin. Sehr professionell bin ich hier nun wirklich nicht, das kann man echt nicht sagen. Aber ich, auf der anderen Seite denke ich, ich habe gerade so viel erklärt. Und darüber kann man schon mal eine Weile nachdenken. So, Moment mal. Irgendwas war das doch hier noch. Da. Ja. Es ist witzig. Ich hätte mir das schenken können. Es war nämlich das, was ich mit dem Fixer erklären wollte. Sorry dafür. Ich hätte es schon nach 40 Minuten gut sein lassen können oder schon nach 38 Minuten gut sein lassen können. Danach kam dann doch nichts mehr. Aber ich dachte, ich gucke es nochmal nach, sicherheitshalber mal nach. Es passiert nämlich sehr, sehr oft, dass ich etwas absetze und dann denke ich nach einer Zeit, oh Gott, das ist auch noch vergessen, aber gut. Dann, jetzt haben wir es ja. Immerhin wissen wir jetzt, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle in eine die höchste Schwingung bringen können. Und es sind unsere Gedanken, die uns mit Glücksgefühlen überströmen. Und dahin müssen wir wieder zurück. Und dann haben wir auch wirklich ein leichtes Spiel mit Problemen. Wenn unser Licht, unseres Denkens, wenn das Licht unsere Probleme auflöst, wo sind dann die Probleme? Weg. Ich wünsche dir alles Gute und komm gut hin. Tschüss.